Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind jetzt hier wieder in Goronia. Ich hoffe, der Ort heißt so, ich glaube, ja. Genau. Er heißt so. Sehr schön. Und zwar müssen wir noch kurz was einkaufen, und zwar das Gewürz für diesen Typ. Und zwar, das gibt es da hinten zu kaufen. Ich kaufe gleich alle. Kann man bestimmt mal gut gebrauchen oder so. Okay, wer war das nochmal? Wer brauchte das? Ach ja, hier, genau. Der Typ bei den Ornis. Da gehen wir dann auch gleich hin. Also nicht zu den Ornis, aber zu dem Typ. Und danach habe ich mir schon was Neues überlegt. Was wir machen könnten. Im Übrigen, ich habe mir mal die ganzen Werte von dem Bogen, von dem Königsbogen durchgelesen. Er ist gut. Er ist echt gut. Die Reichweite habe ich mir jetzt nicht durchgelesen, das habe ich jetzt vergessen, aber er hat eine 60er Haltbarkeit und das ist recht gut. Der normale Ritterbogen, den wir jetzt gerade in der Hand haben, der hat, glaube ich, eine 40er Haltbarkeit, wenn überhaupt. Sicher bin ich mir da ganz nicht, aber irgendwie so. Also jedenfalls keine 60er. 60 ist so das Maximum, was es bei Standardbögen, glaube ich, gibt. Nur einer, der hat noch mehr als doppelte, und zwar der Institutsbogen. Der habe ich schon euch erzählt, der ist der beste Bogen im Spiel sozusagen. Also im normalen Spielverlauf sozusagen. Den man kaufen bzw. erhalten kann hier draußen in der Wildnis oder so, oder von Gegnern oder so weiter. Und ja, der hat nämlich eine Haltbarkeit von 120. Also 120 Pfeile kann man damit abschießen, bis er kaputt geht. Das ist eine ordentliche Menge, außer man geht es her und schießt zack, 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 ein Pfeil nacheinander, dann ist es schnell leer. So. Guten Tag. Was denn? Ja, ich habe das Gewürz. Reinser, könnte ich dich dazu überreden, mir das Goronengewürz für 50 Rubine überlassen, klar. Ich danke dir. Danke. Okay, super. Die Quest haben wir auch schon mal geschafft. Okay, jetzt warten wir erstmal. Aber ich denke, Reichweite wird auch bei 40 liegen und nicht bei 20. Denke ich zumindest. Und zwar, also ich weiß es zwar nicht, aber ich kann euch schon mal sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar sind 1, 2, 3 und 4 Bilder die ganzen Bosse. Das sind komplett die ganzen Bosse in den Dungeons. Und ich habe 3 Bilder nicht gemacht. Yay. Ja, glücklich bin ich darüber nicht, aber ich kann nichts dran ändern, sagen wir es mal so. Ich komme in die Dungeons nicht mehr rein und ich glaube, man kann die auch nicht mehr fotografieren. Wenn doch, habe ich irgendwann mal Glück gehabt. Wenn nicht, dann habe ich halt Pech. An euch einfach den Hinweis hier. Ist ein bisschen spät, ich weiß. Ziemlich spät, aber macht von den Bossen ein Bild, wenn ihr noch nicht so weit seid. Wer weiß, wann ihr den Part anschaut. Vielleicht seid ihr noch gar nicht so weit. Macht von allen ein Bild. Ganz wichtig. Ich habe die 4 Bilder nicht. Was heißt 4? Ein Bild können wir noch machen. Ein Boss haben wir ja noch vor uns. Der fliegt da oben rum. Ein Titan. Da werde ich dann dran denken, ein Bild zu machen. Aber die anderen 3. Ich habe keine Ahnung, ob man die irgendwie bekommt. Ob man die irgendwie sich kaufen kann. Noch nachträglich für fehlende Bilder oder so weiter. Ich habe nichts im Buch gefunden, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nämlich danach mal geschaut. Aber ändern tut sich trotzdem nichts. 99% habe ich dann halt. Oder 98%. Aber 100% schaffe ich dann sozusagen selber nicht. Ihr schon. Dann würden uns schlussendlich halt 3 Bilder fehlen, sozusagen. Wenn man die wirklich nirgends mehr herbekommt. Aber das sehen wir dann selbst, das kann ich dann euch nochmal erwähnen. Wenn wir dann soweit sind und uns wirklich nur noch die 3 Bilder fehlen, dann kann ich das schauen. Wir können auch mal kurz reinschauen, wie weit wir denn sind. Also wir haben mit 2 Tieren, haben wir schon ziemlich viele gesehen, obwohl es ziemlich viele Tiere gibt. Aber ich denke, bei Tieren sind halt auch alle Fische und so gemeint. Denke ich. Alle verschiedene Fischarten und so. Und alle verschiedenen Vogelarten.
Da gibt es halt dann schon noch ein paar, die uns jetzt noch fehlen. Ich denke mal, aber die werden wir auf jeden Fall finden. Die wichtigsten haben wir. So, was ist denn das? Sandrobbe. Ach toll, blödes Bild. Das sieht man nämlich nur mich drauf. Und dann muss ich mal nochmal ändern ein bisschen. Generell haben wir da schon viele Gegner. Haben wir ja. Es geht, würde ich sagen. Und die ganzen Wächter braucht ihr natürlich auch, die in den Dungeons. Möglicherweise habe ich da auch schon verkackt. Ich weiß es nicht. Wir haben noch viele Dungeons vor uns. Also von daher, normalerweise gibt es noch. Wir haben jetzt noch immer 50 Dungeons, in denen die Gegner zu finden sind. Diese normalen Wächter in den Dungeons, in den Kampf-Dungeons. Ihr wisst, was ich meine. Nur eben die Boss-Gegner, die habe ich halt nicht mehr. Im Übrigen macht auch von den ganzen Augen und so ein Bild. Ich glaube, davon habe ich auch noch kein Bild, oder? Nein. Nein, habe ich nicht. Macht von jedem Gegner, den ihr seht, ein Bild. Materialien haben wir sozusagen fast durch, würde ich sagen. Da fehlen uns nicht mehr viele. Da gibt es noch was und da noch ein paar. Aber generell haben wir da schon ziemlich viele Bilder, muss ich sagen. Und Waffen, da sind wir eigentlich auch ganz gut mit dabei, würde ich sagen. Ja, sieht ganz gut aus eigentlich. Natürlich gibt es noch Waffen, von denen wir noch kein Bild haben, aber generell haben wir hier schon doch einige Waffen schon bereit als Bild. Ja, und hier hinten sind wir schon fertig. Ja, also, wie gesagt, vergesst nicht von den Spitzmarkt. Von dem haben wir zum Beispiel auch noch kein Bild gemacht, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Schönes Bild. Halt, war der jetzt drauf? Hat es gezählt, das Bild? Jetzt hat es gezählt. Sofort irgendwie nicht gezählt. Ich hasse es, dass ich immer diesen blöden. Und die treffen mich einfach immer. Gut, ich habe aber was anderes zu tun. Und zwar möchte ich gerne den Drachen aufsuchen. Irgendwo fliegt er rum. Hier in der Nähe ist er nirgends. Ich denke mal, er ist wieder unten. Bei seinem schönen See. Da werden wir uns auch hin teleportieren. Und versuchen, ihm ein Horn, beziehungsweise mal das Horn abzuballern. Denn wir brauchen es für unsere normale Rüstung, unsere blaue Reckengewand, um es abzugraden. Das möchte ich nämlich jetzt endlich jetzt machen. Und danach schauen wir noch, was wir als Nebenquests haben. Aber ich glaube, Nebenquests sind wir sozusagen so gut wie durch. Momentan noch. Goronia kommt noch. Und die Ornidorf fehlt noch. Zora haben wir, glaube ich, noch eine Quest. Tateno und Kakariko sind wir, glaube ich, auch so gut wie durch. Sehr geil, dass wir jetzt so ein scheiß Wetter haben. Ich sehe ihn aber hier nirgends. Es piept auch nichts. Sind wir denn da unten? Da waren wir schon mal, gell? Da drüben gibt es noch einen Dungeon. Geh mal in den halt. Ist der da, oder? Dann fliegt man dies in der Zeit kurz zu dem Dungeon. Und möglicherweise sehen wir den Drachen bis dahin auch wieder irgendwo rumfliegen. Ich habe keinen Plan, wo er ist. Es piept halt nichts, von daher kann ich da auch gerade schlecht drauf eingehen. Fliegt schon richtig, ja, so ähnlich darüber müssen wir. Waldmündung. Haben davon schon ein Bild gemacht? Ja. Davon schon ein Bild gemacht? Ja.
Und tschüss. Was für ein Kampf, hi. Du hast uns errettet. Ich danke dir von Herzen. Dies ist eine kleine Aufmerksamkeit. Bitte nimm sie an. Abwehrmedizin, danke. Sie ist wohl nirgends mehr sicher, selbst in den Dörfern und Städten nicht. Ich muss härter trainieren, wenn ich meine Liebste beschützen will. Ja, so sieht's aus. Die rennt immer noch wild verrückt rum. Nun gut. Ich muss von allen Tieren ein Bild machen, deswegen. Humanito-Schrein. Höchst interessanter Ort hier. Ich mag diese Umgebung hier. Sie ist so rätselhaft, so geheimnisvoll. So, rein da. Schönes Wetter haben wir jetzt auch endlich. Den machen wir schnell und dann suchen wir beide nach dem Drachen. Denn ich will unbedingt jetzt dieses normale Reckengewand upgraden auf Level 2 oder 3. Danach brauchen wir eh noch besonderes Zeug. Kraftprobe. Ah, danke schön. Das kommt mir sehr gelegen. Nimm mal den da. Fängt der schon an, oder wie? Ja, toll. Gut, dann haben wir wenigstens von dem mal ein Bild gemacht. Vom 2.0. Von denen brauchen wir aber kein Bild, oder? Nein. Nein. Vom Schwert haben wir schon ein Bild, gell? Aber vom Schild noch nicht. Komm, wir haben so viele Schilde davon. Wir nehmen jetzt einfach nochmal das Wächterschild mit. Aber warte. Vorsichtshalber mache ich schon mal ein Bild. Nicht, dass ich irgendwie es dann doch kaputt machen lasse. Das dritte Schild haben wir so oft, das können wir es mal liegen lassen. Dann kann ich, wenn ich zu Hause bin, später nochmal ein Bild machen, wenn ich es bis dahin nicht verwendet habe und nicht kaputt ist. Oder ich es rausgeworfen habe aus irgendeinem Grund oder so. Wer weiß, wer weiß. Aber gut, dass wir das getroffen haben. Es brauchen nur noch einen mittleren und einen schweren. Dann können wir da auch noch Bilder machen. Bumerang, yeah! Haben wir davon schon ein Bild? Wenn ja, dann lasse ich ihn drin liegen. Bumerang. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe ihn aber nicht. Blöd, dass ich schon wieder voll bin. Ach nein. Ja, besseres Bild. Alle Male, aber ich brauche ihn ganz ehrlich nicht, auch wenn er eine höhere Haltbarkeit hat. Aber der ist so schwach, das Teil, den
Ganz ehrlich, nö. Lass ich liegen. Wir sind eh sowas von überfüllt. Weil ich gerade den ganzen Kämpfen ausweiche. Und Krogs haben wir auch nicht, um es zu... Also einen hätten, einen Platz können wir erweitern, aber mehr Krogs haben wir nicht. Weil es jetzt eh gerade so teuer wird. Aber ich finde es blöd immer. Warum gibt es 900 Krogsamen, das habe ich schon wieder gesagt, wenn wir nur 450 oder 444 oder sowas brauchen? Das macht keinen Sinn. Ich meine, klar, man bekommt am Schluss für die ganzen 900, wenn man alle gesammelt hat, bekommt man schon noch etwas zusätzlich dazu, aber trotzdem. Dann gibt uns doch wenigstens noch eine Truhe zum Beispiel, in der wir nochmal 10 oder 20 Sachen lagern können für zu Hause oder... Ja, irgendwie sowas halt. Ich hab dich entdeckt. Ich muss mal kein Bild machen, echt. Drache ist hier nirgends in der Nähe. Mein Piepser piepst nicht. One hit. Von euch habe ich schon ein Bild, okay? Tschüss. Ja, von der auch. Ich muss nur ein bisschen besser aufpassen, damit ich von allen Bilder mache. Sonst ist es am Schluss wirklich so, dass ich jetzt mir Bilder fehlen und ich selber schuld bin. Oben, oder? Nein, davon müssen wir auch kein Bild machen. Daneben, mein Freund. Und auch dich habe ich gefunden. Die Pfeile brauchen wir keine Bilder, okay. Wir schauen uns mal kurz den Wald an. Wir waren hier ja so gut wie noch nie. Du bist schon wieder hier. Immer wo du da bist, gibt es irgendwo einen Schrein zum Entdecken. Auch hier schon Krog. Krogs findet man auf jede 10 Meter oder sowas. Es ist echt so. Schwertgras, so, Bild. Tief im Wald, hallo. Nanu, ein Reisender so tief im Wald. Schön, dich wiederzusehen. Ist es dir wohl ergangen? Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und möchtest du das Lied hören? Klar. Mit Vergnügen, legen wir los. Tief im Wald. Der Schlange Mund im Angesicht des Drachen Schlund. Zur Heldenprüfung schlägt die Stund. Mit dem tiefen Wald könnte der Damselwald im Norden gemeint sein. Doch noch nie sah ich dort etwas auch nur annähernd Schlangenähnliches von Drachen, ganz zu schweigen. Das ist ein Mysterium, das ich in 1000 Jahren nicht lösen konnte. Nun denn, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Ja, wahrscheinlich, wenn der Drache da ist, dann öffnet sich der Weg.
Da fehlt eine Kugel. Otto, das heißt doch das. Interessant hier oben, aber nein. Blau haben wir auch schon. Also hier haben wir... Ach, da unten ist er doch. Ich bin so blind. Oh! Na toll. Na toll. Ach, stell dich an. Alter, warum ist der reingefallen? Jetzt, oh Gott. Dachte ich mir schon. Aber wie gesagt, der stellt sich manchmal an. Von dem Elektrotyp schon ein Bild gemacht? Ich glaube schon, oder? Nein, haben wir noch nicht. Zählt es? Ja. Ja, mehr will ich gar nicht. Ich brauche dem seinen Scheißstab nicht. Der habe ich eh keinen Platz zu. Außerdem ist er viel zu schwach. Noch ein Bild von dir habe ich mir eingefallen. Oh, den Giga-Boss habe ich auch vergessen, ganz ein Bild von dem zu machen. Also habe ich da, auch da habe ich versaut. Von daher, bei Bossgegnern irgendwie, das ist nicht so meins. Da habe ich es immer irgendwie vergessen. Aber wirklich richtig vergessen. Es war nicht mal Absicht oder so, als ob ich das mit Absicht mache. Und mir selber den Weg schwer für 100%, aber nein. Aber möglicherweise gibt es ja noch einen Weg. Wer weiß. Sardonbrücke. Ein Maxi-Barsch. Ein Hyrule-Barsch. Ich wusste doch, dass ich von den ganzen, Fischen noch kein Bild gemacht habe. Und das zählt halt auch alles als Tier. Alle Tiere zählen zu Tieren und nicht zu Material. Deswegen sind es auch so wenig Materialien. Aber bei Materialien, da fällt mir jetzt gerade was ein. Erze vielleicht auch. Kann ich die hinlegen? Wartet. Komm, fangen wir mit was Kleinem an. Nö. Die nicht. Weil danach kann man halt auch nicht suchen. Deswegen die halt nicht. Okay, was haben wir hier?
Gehen wir weiter. Ich schaue mir hier kurz alles an. Der Drache ist hier wieder nirgends in der Nähe. Also, ich weiß, der Drache war eigentlich unser Hauptziel, aber gut. Aber ich glaube, hier waren wir jetzt dann schon. So, dann haben wir den auch. Eine Maxi-Echse. Da hat uns nämlich letztens das Bild gefehlt. Sehr schön, da haben wir die nämlich jetzt auch. Na komm her. Tschüss. Ciao. Schon wieder. Okay, vom Trüffel haben wir schon Bilder gemacht. Ständig kommen diese blöden Liga-Leute her. Und die haben halt nicht mal was drauf oder so. Zwei Schläge und die sind down. Und hinterlassen nicht mal irgendwas Gescheites. Wären sie wenigstens stärker und hätten dann auch noch ein gutes Loot oder sowas. Aber ihren blöden Doppelbogen können sie sich abschminken, hey. Das war wirklich nicht schlecht, muss man sagen, aber halt, ist das halt auch nichts Besonderes. Na, Chili, das habe ich schon. Können wir aber gern mitnehmen. Ja, ich bin jetzt gerade hier ein bisschen auf Erkundung, weil ich will jetzt nicht, dass mir noch mehr Bilder, dass ich noch mehr Bilder verliere. Oh, hier waren wir noch nicht. Hier muss es auch irgendwo einen Schrein geben. Stall am See. Ein Hyrule-Hund. Uiuiui. Komm mal wieder runter. Standardbogen. Also eins weiß ich, von was wir noch kein Bild gemacht haben und das ist blöd gelaufen. Und Schwertling. Und zwar von dem blöden Kochlöffel. Suppenschöpfer, wie auch immer. Den hatte ich mal für kurze Zeit, aber... Ich war so blöd und habe kein Bild gemacht. Weil ich habe ihn, glaube ich, weggedonnert oder sowas. Ah, hier ist er. Interessant versteckt. Sei Yuto Schrein. Waren hier nicht gerade noch Bananen? Ne, aber ein Käfer ist hier. Den schnapp ich mir. Ein Schwertkäfer. Super. So wird natürlich das Buch ziemlich schnell voll, das Album. Einfach nur aufmerksam rumlaufen, dich überall drüber trampeln und alles checken, was man... bei dem man sich nicht 200% sicher ist, dass man Bilder gemacht hat. Im Gleichgewicht. Ja, das war auch so schwierig zu erraten, was man da machen muss.
Oh nö. Ich habe keinen Platz mehr. Außerdem liegt die Königsklinge schon zu Hause. Ja, okay, das können wir noch rauswerfen. Die braucht kein Mensch. Dieses Schwert bekam nur verdiente Veteranen vom König verliehen. Es verbindet eine augenschmeichelnde Form mit äußerst hoher Angriffskraft. Ja, das ist so ein geiles Schwert. Schau dir das Schwert mal an, hey. Eine Nachbildung vom Master Sword, finde ich. So, dreh dich mal. Ein sehr, sehr schönes Schwert. Da oben ist doch irgendetwas, oder? Ja, war klar, dass da was ist. Die einzige Frage, wie komme ich da hoch? Ich glaube, ich weiß wie. Nein. So jedenfalls nicht. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich dachte, das schleudert mich vielleicht irgendwie hoch, aber tut es nicht. Ganz und gar nicht. Wie kommt man an diese Truhe? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich dachte, es funktioniert irgendwie, aber anscheinend. Mal überlegen. Nein, das macht nichts. Ich kann zwar unten noch dagegen hauen, aber als ob das sich ändert. Toll. Nee, ich habe echt keine Ahnung, wie man an der Truhe rankommen soll. Mich würde es interessieren, aber hat wahrscheinlich irgendwas trotzdem damit zu tun, aber ich verstehe es dann nicht. Wir lassen sie vorerst weg. Ich habe keine Lust, jetzt nachzudenken. Ach nö, jetzt. Was war denn das jetzt? Ach komm schon. Nee, keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe.
habe jetzt gerade eh keinen Platz, was von daher ist es egal, aber trotzdem. Später müssen wir halt irgendwie da wissen, wie man da rankommt. Schon komisch. Eigentlich hätte ich gedacht, dass es mich so hochschleudern kann, aber tut's nicht. Also von daher, sehr mysteriös. Oder jetzt steht da dran, genau. Truhe fehlt noch. Nun gut, da habe ich auf jeden Fall mal einen neuen Spawnpoint eingerichtet. Ach, hier sind die Bananen. Ja, Bilder haben wir von der ja schon gemacht. Schwertbananen. Wir brauchen noch ziemlich viele Vögel, die wir fotografieren müssen. Ich glaube, wir brauchen sogar die Krähen oder sowas. Ich glaube, von denen brauchen wir, glaube ich, Fotos. Oh, der Drache ist da. Wow, Vorsicht. Die wollen uns umbringen. Ja, blöd, ich bin ertrunken. Da liegt was. Farodra Schuppe. Au. Bitte sind wir Jäger-Typ. Geh weg. Will hier niemand. Ja, der Drache war da. Cool. Dann gehen wir mal irgendwo hin, wo. Das war ja noch. Ah, ich fand den Bilder. Frechhörnchen. Bleib stehen. Nein. Shit. Ich habe mal ein Bild, aber es ist halt nichts Schönes.